auch da in der Schieben gekramt, um da was rauszufinden, ne? Der Jonas, so Trainer, ich bin schon draußen. Reus! Geil, das war echt geil, ey. Das war richtig geil. Gladbach ist zu Gast zum rheinischen Derby beim 1. FC Köln. Allerdings momentan beide Kontrahenten ein wenig außer Form. Reus startet durch. Tor. Ja. Und dann ist er beim 1-0 Gladbach gar nicht mal so unverdient. Er kennt mich sogar noch, ne? Also, so ein bisschen. Jérôme kommt nicht schnell genug hinterher und Reus macht das ganz cool. Wahnsinn, hab's auch noch im Kopf, als wäre es gestern gewesen. Also war das erste Bundesligaspiel von Anfang an für mich. Von daher schon was sehr Besonderes. Ich weiß auch noch, ich hatte vorm Spiel hatte ich schon richtig Bluthochdruck gehabt. Weil das erste Spiel ja schon was Besonderes ist von Anfang an und dann noch gerade im Derby, war schon Wahnsinn. Also ja, war ein geiles Spiel auf jeden Fall für mich. Wahnsinn, ja. Das ist, glaube ich, eins der Tore, was kein Borussia-Fan irgendwie jemals vergessen wird, der damals zugeschaut hat. Ja, die haben sich noch freut. Sind wir noch zu Jan gelaufen, glaube ich, in dem Moment, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Weiß genau noch, also man hat es genau noch im Kopf, wo man unten stand, genau die Position, Granit läuft perfekt rein, macht das Kopfballtor dann 92. Das sind halt Derby-Siege, die vergisst man lebenlang nicht. Also kannst du mich noch mit, wenn ich 100 werde, was mein Ziel ist, kannst du mich dann noch fragen, dann werde ich dir noch genau erzählen, wie es passiert ist, ohne dass du irgendwelche Bilder brauchst. Das sind echt Momente, kriegt man echt heute noch Gänsehaut. Schlafen. 2-2, haben wir noch 3-2 gewonnen, oder nicht? Ah, jetzt 3-2. Ach, das war's, 3-2. Schön, sowas zu sehen, ja. Also, war ein extrem spannendes Spiel. Es gab Torschüsse auf beiden Seiten. Macht Lars das Ding dann noch und ja, ist halt Wahnsinn, ne? Also gerade 3-2 im spannenden Spiel noch zu gewinnen, das macht echt Spaß. Also muss ich sagen, das war auch ein Sieg, den man auch eigentlich nicht vergisst, ja. Und da haben wir noch ganz kurz gesehen, die Ziege, hast du das damals eigentlich mitgekriegt, als dann derjenige in der Aufregung rund um das 3-2 angefangen hat, den Jonas Hofmann zu coachen, obwohl er den vorher... Ja, das war ja Wahnsinn. Das war noch ein Riesending nachher in der Kabine. Wir amüsieren uns ja immer köstlich oder sowas, als der Jonas mir das erzählt hatte. Und das war schon, das war schon echt amüsant. Ey. Bis heute eigentlich noch amüsant. Wenn man das jetzt auch wieder sieht, kommt es auch wieder. Der Jonas, so Trainer, ich bin schon draußen. Geil, das war echt geil. Ey. Das war richtig geil. Was für ein wunderbares Fußballstadion, der Borussia Park, leider ohne Fans. Erstes Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte. Oder? Der sieht rechts, Embolo, der zieht sofort ab und abgefälscht vom Tunesier Skiri. Und damit die Führung für die Fohlen. War im ersten Moment komisch, also gegen Köln zu spielen, wenn man einfach nur es kennt, wenn die Hütte hier brennt oder dort brennt, diese Atmosphäre kennt, was ja echt noch mit einem normalen Bundesligaspiel einfach nichts zu tun hat. Dann auf einmal ein Derby zu spielen, wo kein Schwein im Stadion ist, war schon seltsam für einen persönlich. Muss man sich selber noch mal ein bisschen motivieren, um auch im Kopf zu wissen, das ist wirklich ein Derby. Also es ist jetzt nicht ein Trainingsspiel auf dem Trainingsplatz, sondern es geht richtig um einen Derby-Sieg. Und ja, war natürlich dann auch cool, dass ich Spreel noch das Ding auflegen konnte. Ich glaube, wir haben danach noch alles in der Anfangszeit von Corona haben wir oben noch mit den Fans gefeiert, die draußen vom Stadion trotzdem dabei waren. Das ist eigentlich Geschichte eigentlich so für mich. Also erstmal meine persönliche Geschichte. Wie gesagt, damals, ich glaube ein paar Monate vorher, das erste Bundesligaspiel wirklich gemacht. Aber auch Geschichte von Borussia. Also die wir da echt über die Jahre mitgeschrieben haben. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her. 10 Jahre ist, oder 11, ist eine lange Zeit. Gerade im Fußball, da passiert viel. Aber es sind auch echt tolle Erinnerungen, die man an die 10 Jahre mittlerweile hat, wo man sich gerne dran zurückerinnert, ob es jetzt Derbys sind oder andere einschneidende Momente, die wir mit Borussia hatten. Kommen hoffentlich noch ein paar dazu.